Wer kennt es noch gar nicht, dann die ziehe ich vor. Denn okay, ich habe eine Frage mit dem System, hat auch einen seelischen Aspekt, den ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe und den ich sehr spannend finde. Und zwar hat das Geldsystem, wenn man es von der Struktur her anschaut, dieselbe Struktur wie auch Religionen. Es ist immer eine Pyramide, es ist immer einer, der oben sitzt und sozusagen alles weiß und alles hat und das geht dann nach unten. Und die Unteren, die drunter spielen, einfach nur mit. Das ist einmal ganz wichtig. Und diese Struktur gibt es eben im Geldsystem auch. Und dann ist etwas passiert, was ihr sehr schön beim Joe Kreisel, beim Freeman Joe Kreisel auch erfährt. Er erklärt, dass die, wenn wir geboren werden, die Geburtsurkunden gemeldet werden an der Wall Street und dort mit einem Millionenwert belegt werden. Das heißt, wir sind sozusagen als Wert an der Börse. Und das ist im Grunde genommen dieselbe Idee, die der Vatikan auch schon im Mittelalter gehabt hat, dass er gesagt hat, die Menschen, die Seelen der Menschen gehören uns und die Körper sozusagen und der Name, der darf herumlaufen. Und das ist ein unglaublich wichtiger seelischer Aspekt, den man verstehen muss. Und das Schuldgeldsystem ist deswegen so gemacht worden, weil wir damit Sklaven sind. Weil wenn es keine Schuld gäbe, also wenn das Geld, das ihr in euren jetzt bei euch habt, ist kein Wert, sondern eine Schuld. Eine Schuld. Und in dem Moment, wo man Schuld hat, ist man jemand verpflichtet. Und deswegen haben sie das so aufgebaut. Man hätte auch jedes andere Art von Geldsystem aufbauen können. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht im Kopf. Weil nur dann kann man sich auch befreien davor, dass man Angst hat, kein Geld zu haben oder gierig ist, Geld zu haben. Man braucht nicht gierig sein, dieses Geld hat überhaupt keinen Wert. Und der Bewusstseinssprung, der jetzt stattfindet, ist, dass wir von der Gier wegkommen. Das ist die dritte Dimension, das ist materialistisches Denken. Wir gehen jetzt in ein anderes Bewusstsein, wo keine Gier mehr da sein wird. Und wo wir sind von unserem Wesen her unlimitiert. In dem Sinn wird es auch immer nur Überschuss geben, so wie die Mutter Natur, wenn man schaut, immer ganz viel anbietet. Also jedes Frühjahr wird viel mehr produziert, als eigentlich notwendig ist. Ja? Und das ist so ein Prinzip, das auch in uns drinnen ist. Aber solange wir Angst haben und Verträge eingehen mit diesen Verbrechern und mit diesen Betrügern, sind wir im System drinnen. Und der erste Schritt ist, dass man sich bewusst wird, was da gespielt wird. Ich rate euch, schaut euch den Joe Kreisel an. Da gibt es auf YouTube wunderschöne, stundenlange Berichte, wo er das ganz klar erklärt und auch dann gesagt hat, wie er sich befreit hat. Es ist nicht für jeden ein Weg, ich habe es auch noch nicht gemacht, aber ich bin im Bewusstsein voll beim Joe Kreisel dabei. Also, und ich freue mich schon auf ein neues, wenn überhaupt, Geldsystem. Aber wir hätte ich kein Geldsystem mehr. Ja, danke. Aber nicht die Anne, sondern. Möchte nur ganz kurz einhaken, weil ich habe nämlich auch so ein komisches Studium hinter mir. Also so ein, ihr wisst schon, so ein Management-Wirtschafts-Blabla-Zeug da. Inzwischen weiß ich, das waren 4 verlorene Jahre einfach. Ja. Also ich glaube wirklich, dass ich für mich persönlich, für mein Verständnis, wie die Welt funktioniert, wie wir Menschen funktionieren, habe ich in diesen 4 Jahren wirklich null gelernt. Ich habe 4 Jahre Volkswirtschaftslehre gehabt und kein Scheiß. Ich habe unpackbar viele komplexe Formeln gesehen. Ich habe unheimlich komplexe Begriffe gelernt, auswendig gelernt. Ich habe saudicke, unpackbar trockene Bücher gewälzt. Ja. Und ich habe am Ende des Tages nach 4 Jahren nicht verstanden, wie Geld und Wirtschaft funktionieren. Wirklich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich in den letzten 2 Monaten mir nebenbei, so ein bisschen in der Freizeit gelesen habe, mir angeschaut habe, hat mich viel weitergebracht als 4 Jahre vorher. Wirklich. Also ich kann euch nur ermutigen, wenn euch irgendwer erzählen möchte, ja, wenn du da mitreden willst, dann musst du erst einmal, brav da vorne, Uni, ja, oder Wirtschafts-Uni, die neue da, ja, bei der Messe Wien, da gehst du einmal brav jeden Tag hin. So, dann hörst du das an, dann können wir reden, okay? Lasst euch nicht einreden, das ist ein Scheißdreck, sondern jeder, der Menschenverstand hat, der Mensch hat grundsätzlich einen Verstand, auch Sachen zu hinterfragen oder für sich selbst zu entdecken. Jeder, der seinen Verstand nutzt, kann herausfinden, wie es funktioniert.
Und ich bin mir sicher, viele von euch haben das schon. Also warum wird das nach wie vor genau dasselbe unterrichtet wie vor 15 Jahren? Ich kann mich erinnern beispielsweise, ich musste einen dicken Wälzer lesen als Ganzes. Der wurde 1985 das erste Mal rausgegeben. Ja, 1985. Da war zum Beispiel ein Handy noch nicht einmal am Horizont. Ja? Also die Welt hat sich inzwischen komplett verändert. Warum muss ich mir diesen Scheißdreck immer noch durchlesen? Ja? Sucht euch lieber andere Quellen. Es gibt genügend gute Literatur, die wirklich verständlich, ohne großes akademisches Geschwafel, erklärt, wie Geldflüsse funktionieren, wie Abhängigkeiten in der Wirtschaft funktionieren, auf globaler Sicht. Schaut euch das einfach an und scheißt auf jeden Magister oder sonstiges. Ich meine den akademischen Titel, nicht die Person. Danke. Wenn wir schon bei dem Sport sind, ein anderes Thema, aber auch ganz wichtig, Gesundheit. Wir werden auch vollkommen schlecht informiert, wie wir uns eigentlich gesund erhalten sollen. Abgesehen jetzt von Nahrung und so weiter und so fort. Ich habe gestern eine sehr, sehr gute Dokumentation gesehen von einer deutschen Heilpraktikerin, die über Vitamin D3 gesprochen hat. Und es ist einfach so, dass wir alle mit dem nördlichen Teil dieser Welt zu wenig Sonne kriegen, die meisten. Es sei denn, man ist jeden Tag schön brav, mal 15 Minuten im Badeanzug in der vollen Sonne. Dann hat man genug Sonne bei sich. Aber sonst ist es so, sie rät, dass wir jeder Vitamin D3 nehmen, um unsere Speicher wieder aufzufüllen. Und zwar nicht die Mengen, die man uns in der Pharmazie sagt, weil die sprechen von 200 Units. Sie sagt, man braucht täglich, um die Speicher wieder aufzufüllen, 20.000 Units. Und das ist überhaupt nicht schädlich, wenn man die nimmt. Und das nimmt, man nimmt Vitamin D3, das wird von der Wolle von Schafen gewonnen. Und das nimmt man also 5 Monate lang 20.000 Units pro Tag und dann nachher sind die Speicher gefüllt und man kann runtergehen auf 2.000 Units. Oder man geht eben in die Sonne, wenn die Sonne da ist und keine Chemtrails oder sonst irgendwas da ist. Aber das ist enorm wichtig, weil das ist gegen Krebs, das ist gegen Depressionen, man kriegt eine bessere Laune und. Das ist also auch für Kinder, die aufwachsen jetzt, ohne Sonne zum Beispiel, enorm wichtig. Also ich sage das nur als Rat, bitte. Nein, das ist zu wenig. Du musst schauen, du musst fragen in der Apotheke, da gibt es Tropfen mit 1000 Units. Die meisten sind im Schnitt nur 200. 200 ist zu wenig. Das ist ein Mengenmaß. Ja? Und wir brauchen ungefähr 20.000 Units, um die Speicher aufzufüllen pro Tag. Das heißt, es sind dann ein Tropfen hat 1000 Units, das heißt, du brauchst 20 Tropfen. Okay? Und das ist D3, nicht D2, sondern D3. Okay? Ich habe noch keine Quelle, wo man sie außer in Apotheken kriegt oder Reformhäusern. Ja? Und größere Mengen glaube ich auch nicht, weil die reden uns ein, dass wir eben nur 200 Units pro Tag brauchen. Und das ist nicht wahr. Wir müssen den Leuten eher vorlegen, dass du das nicht gibt.